So, wollen wir mal sehen. Fange ich hier immer noch mit der Q an? Leashen gibt es übrigens nicht mehr, ne? Das wurde entfernt. Jungle Leash ist verboten worden. Also wenn es um E-Sport geht, weil, wie gesagt, zock Wild Rift. Wenn es um Competitive geht, zock Wild Rift. Wenn du Casual einfach nur Fun haben willst, ja, in einem MOBA, dann zockst du kein Wild Rift. Da ist das Game zu schwitzig für. Und zu schlecht designt. Casual ist auch lame. Bist du denn... Dann machst du wahrscheinlich E-Sport gerade, gell? Ansonsten bist du im Casual leider. Das ist so. Prime ging wahrscheinlich durch, aber du hast wahrscheinlich auf... Also ich habe ihn nicht angezeigt bekommen. Vielleicht hast du nicht auf Teilen gedrückt. Ja, meine Freundin hatte letztens Prime bei Shokus gesubbt. Das weiß ich noch. Und da hatte sie auch eine Fehlermeldung. Ich glaube... Das hat Probleme manchmal. Wenn ich mit Wild Rift aufhören würde, würde ich wahrscheinlich League of Legends PC spielen. TFT. Das war's. Eigentlich die beiden Games tatsächlich. Ich kann theoretisch, können wir den töten, ja. So, da ist auf jeden Fall ein Ward drin, ne? Der muss weggemacht werden, ansonsten kann ich euch da nicht helfen. Weil wie gesagt, wenn ich kein Casual Game zocken will, dann zocke ich halt PC League, ne? Wenn ich ein... Oder Dota oder so. Ich gehe einfach mal rein, hä? Wieso ist der auf den Minion gegangen, der Q? Das hat nicht so gut geklappt, ne? Gib mir ein Schild. Schade. Los, Prozentual Target, aber priorisiert er nicht trotzdem die Champions? Also er müsste ja trotzdem auf einen Champion gehen, oder? Dressen 3 Solo-Queue Jungler im Sinne von Killpotenzial. Kha'Zix, Lee Sin, Evelynn wahrscheinlich. Würde ich sagen. Wahrscheinlich Kha'Zix, Lee Sin, Evelynn. Ich bin bei so Autofill Jungle, ne? Wenn ich Autofill Jungle bin, dann... Da schwitze ich nicht rein, Leute. Falls ihr euch wundert. Was hier abgeht. Good job. Ich komm da hin. Bin gleich da. Ah, den nehme ich noch. Na gut. So. Garen gegen Teemo, ne? Ich glaube, Garen macht nicht so Bock gegen Teemo. Mayo muss mit. Ja, also vom... Wenn du Casual spielen willst, ist Mobile Legends das Beste, ja. Das stimmt. Weil es die größte Spielerbase auch hat, ne? Also in Europa nicht, aber in Südostasien auf jeden Fall. In Europa ist das Beste... Wahrscheinlich Pokémon Unite. Wie gesagt, von der Spielerbase her, wenn du nur Casual MOBA spielen willst, ist Pokémon Unite wahrscheinlich das Beste hier. So, kann ich da noch was machen? Ulti mich! Ich krieg ja keine Ulti, ne? Schade, schade. Ultimate ist verboten. Der ist vielleicht der Shen von der letzten Runde, Leute. Die Lulu. War halt auch ein bisschen sehr gierig, gell, da reinzugehen. Ah, da kommt die Ulti. Na, Samira sollte die eigentlich haben, ne? Die hat gleich ihre Ultimate, theoretisch. Dann hat sie die. Sehr gut, vielleicht komme ich da noch hin. Bin gleich da.
Olaf hat gleich Ultimate raus. Oh, Goldcard. Dann können wir einen Drake machen. Theoretisch. Der Garen ist auch geroamt. Der Twisted Fate pusht Bottom. Der darf nicht zum Drake. Ich darf aber eigentlich nicht gewinnen, ne? Weil wenn ich hier gewinne, dann... Dann kriege ich wieder... Kann ich jemanden Insekt kicken? Irgendwas? Nein! Glück auf, der trifft. Na gut, zwei Leute. Oh oh. Wir haben zwei Leute geholt unterm Tower. Wir haben den Top-Lane-Turm wahrscheinlich. Nee, aber wir haben die Plates auf Top-Lane. Und wir haben die Bot-Lane rausgepusht. Ich denke, das war okay. Nehmen wir Mercury's mit. Und dann baue ich mal... Baut man das Ding? Ich baue mir erstmal einen PC, glaube ich. Nee, Legendary Ranked spiele ich nicht mehr. Da, leider, leider. Legendary Ranked zocken kaum noch Leute in der High-Elo, deswegen... Dauert das viel zu lange, da Games zu finden. Also Legendary Ranked, wenn du da richtig hoch spielen willst und tryharden um die Top-Ränge, da findest du keine Games mehr. Da wartest du teilweise 3 Stunden auf dem Game. Hallo Affe, ein wunderschön. Den wollte ich. Okay, Toplane muss ich eigentlich nicht mehr helfen, ne? Das haben sie. Geh ich mal basen. Der Modus ist, er ist nicht sinnlos, aber er ist halt... Das ist halt das Ding. Die Leute wollen halt nicht tryharden oder schwitzen auf dem Mobile, ne? Die wollen halt nur mit ihren Kollegen Doku spammen, was man halt verstehen kann. Nein, ich bin wieder dead. Ich muss mir einen Sonyas holen, so hart, so oft wie ich reinspringe. Ich muss ganz dringend einen Sonyas haben. Ich glaube, mein Sonyas hätte schon 5 Tode oder so verhindert. Okay. Wir brauchen dafür noch 200 Gold, ne? Der One-on-One wird genauso sinnlos, ja. Das stimmt. Der wird aber auch nur vorübergehend sein. Und ich glaube, der One-on-One hat sogar noch ein bisschen mehr Daseinsberechtigung als der... Als der Legendary Q-Modus. Also ich habe mich, ihr versteht es nicht falsch, ich habe mich echt gefreut auf die Legendary Q. Aber die Leute spielen es halt einfach nicht. Deswegen ist das leider dead. Garen ist noch top, ne? Ich push mal kurz die Mitte rein. Ich gehe mal kurz runter lieber. Macht der Schaden. Der Smite ging nicht drauf. Renn, Lee Sin. Darf nur kein Pilz kommen. Oh, die Minions. Oh, oh, oh. Oh, die Minions. Der Garen ist oben, ne? No. No, was ist das hier? Ich sage, da darf kein Pilz kommen. Und dann sind da 2 Djinn-Fallen. Ineinander. Dann sind da 2 Djinn-Fallen ineinander. Mit 3 Pilzen im Busch drin. Jetzt haben sie vielen Dank für den Prime 2 Monate. Danke dafür. Oh, Leute. Was war denn das? Ich dachte, da darf kein Pilz kommen. Dann sind da 5 Pilze und 3 Djinn-Fallen, ey. Das waren die Death Traps, ja.
Wir haben den Toplane nicht bekommen, ne? Aber fast. Ich werde gerne versuchen, den Drake wieder zu machen. Ich habe halt echt wenig Gold verglichen. Wir können den rushen, theoretisch. Wenn die alle jetzt oben den Garen chasen, können wir den rushen. Wann kommt der? 10 Sekunden. Oh, können wir hier bleiben. Wenn sie jetzt alle herkommen, haben wir den sofort. Ja, haben wir. Alle herkommen, haben wir den. Weil die werden jetzt erstmal einen Herald machen. Ne? Und dann können wir den zweiten Drake zum Stacken, was sehr, sehr gut ist. Smite. Div. Nice. Ja, das waren nicht unbedingt der Teemo, das waren auch die Djinn Traps. Ne? Also die Teemo Traps hätte ich dodgen können, aber die Djinn Traps da waren halt böse. Das war eher das Problem. Ich habe jetzt einen Sonyas, ne? Das heißt, ich kann jetzt mal hier rein YOLOen, theoretisch. Hm, meine Insects klappen nicht so, muss ich sagen. Oh oh, goodbye Lulu. Nice, meine Insects sind noch nicht so auf Insect-Level. Nice, good job. Der Release-Time von den neuen Champions, wieso? Okay. Oder was ist daran? War das die Problematik daran? Meinst du die Uhrzeit nachts? Oder wie? Das ist halt wegen dem Server-Reset, ne? Die werden halt durch den Server-Reset freigeschaltet. Und ob der jetzt 2 Uhr nachts kommt, oder um 10 Uhr morgens, ist ja für mich irrelevant. Kann ihn halt dann zocken, wenn ich ihn zocken kann. Oder meinst du, die anderen haben dann einen zu großen Vorsprung und du kommst nicht mehr hinterher? Am Wochenende würde mir Sinn machen? Nö. Nur wenn du die... Du kannst ja trotzdem am Wochenende spielen. Die sind ja nicht nur in der Woche da. Also. Du verlierst ja keine Zeit durch. Achso. Ich kann nichts machen. Junge, der war direkt wieder full life. Mit zweimal hauen. Bis dann, Magus. Ciao, ciao. Hm. 6 Tode haben wir, ne? Das ist nicht so schön. Aber wir haben 2 Drakes secured. Sind die am Baron dran? Ja, die sind am Baron, Leute. Wir sind am Baron. Wir brauchen eine TF. TF hat keine Ulti. Oh, der ist gone, leider. Ich glaube, ich hätte den Olaf nicht one-on-one dürfen. Ich glaube, das hätte ich nicht machen dürfen. Ja, man, das ist einfach, das ist wirklich eine, ich sag's wie es ist, eine schwachsinnige Beschwerde. Wenn du nur am Wochenende spielen kannst, dann spielst du die Helden halt am Wochenende. Also das, der Held ist ja nicht am Wochenende weg. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja nicht so, dass der dann nur unterhalb der Woche spielbar ist. Das ist halt nur der Release von dem Helden. Und wenn man ihn an der Wochenende released, beschweren sich die Leute, die am Wochenende nicht spielen können. Warum wird er nicht unter der Woche released? So. Seid bereit für Insect, Leute. It worked! It worked. We did it. Wir sind doch tatsächlich der Insect-Gott. Oh nein, der Olaf. 1v9. Jetzt kommt da der Teemo und ballert die Lulu weg, ne? Aufpassen. Aber wenn er auf die Lulu den Blindshot ballert... Wenn er kommt, dann wird er auf die Lulu den Blindshot machen wahrscheinlich. Dann kann ich ihn im Ende töten. Der hat Sonja der Limit. Das war ja der Giga-Kick. Habt ihr den gesehen? Uff. Der ging ja wirklich um die Bande rum. Der war quer. Hoffentlich ist hier kein Pilz. Nice. Der ging ja wirklich um die Wand einmal rum. Und der Gute ist, dass der Teemo dann aus dem Tower rausgeflasht hat und mir sogar noch einen Escape-Weg gegeben hat.
Wisst ihr, wie ich meine? Der ist dann einfach aus dem Tower rausgeflasht und dadurch konnte ich entkommen. Okay, dritter Drache, ne? Dritter Drago. Bran ist oben, das ist gut. Vielleicht taucht dann noch einer auf. Nice, Jin ist oben. Da ist Olaf. Drei Leute hier, wir können die fighten, Safe. Zu dritt sind die nur. Da ist der Teemo. Ich habe ihn gesmited, ich habe jetzt keinen Smite für 9 Sekunden. Wenn wir den Drake jetzt machen, wird der Gegner einen Midlane-Turm vielleicht kriegen, ne? Ich war nicht schnell genug. Mein Fehler. Upsi. Könnten wir kurz hin, aber da verlieren wir vielleicht Mitte, ne? Aber wenn er Mitte bleibt, können wir vielleicht finishen, ehrlich gesagt. Ne, er ist nicht da. Verlieren wir jetzt trotzdem die Midlane? Das war jetzt keine Smite-Diff gerade. Aber wieso sollte Gwen nicht kommen, nur weil sie neu ist? Also deine Beschwerden sind sehr, sehr merkwürdig. Jetzt ist es ein Problem, dass Gwen kommt, weil Gwen ja nicht unbedingt ein alter Champion ist vom PC. Ich finde es eher komisch, welche Champs kommen. Gwen ist ja nicht neu. Aber was hat das mit irgendwas zu tun? Ich verstehe es nicht. Nee, ich denke, Riot veröffentlicht eher so Fan-Favorites auch, ne? Oh, das ist unser AD-Carry, ne? Der da komplett drin ist. Guter Kick, aber wir haben keinen Lee Sin. Oha! Einfach der Lee Sin. Smurf. Sonntag am Start, ja. Also normalerweise nicht, aber meine Freundin ist auf den Flohmarkt gegangen mit einer anderen Freundin. Und geht dann vielleicht noch was essen und dann geht sie noch ins Fitnessstudio. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit für Streaming. Und jede Sekunde, wo ich eigentlich Zeit habe, streame ich eigentlich. Ja, darum bin ich live. Ich finde auch, Lee Sin braucht einen Nerf, ja. GG. Also, dass wir das gewonnen haben, war wirklich merkwürdig.